Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Paper Mario und die Legende vom Ionentor. Wir haben lange genug gewartet, wie ich das sehe. Mario ist schon am Schlafen. So lange haben wir schon gewartet auf Aurora. Mal gucken, ob sie jetzt da ist. Wir speichern aber vorher. Dann gehen wir mal. Aurora! Madame Aurora! Sie ist zu Hause! Verschwindet! Niemand betritt diesen Raum! Madame Aurora, sind Sie da drin? Moment mal, das hört sich schon an wie das doch Publio, oder? Schön, dass du wieder da bist. Kann ich dir irgendwie für dich was tun? Das wäre tatsächlich etwas, wobei Sie uns helfen könnten. Wir kommen nicht in den großen Baum hinein. Der Eingang ist versperrt. Deshalb kann ich nicht zu meiner Freunde und Mario findet sein Stern irgendwie nicht. Ob sie uns wohl helfen könnten, den geheimen Eingang zu finden. Tatsächlich. Deshalb habt ihr ja extra hergekommen. Ich würde euch ja wirklich helfen. Gerne helfen, mein Kleiner. Aber wisst ihr, ich stecke in einem fürchterlichen Dilemma. Auf keinen Fall werde ich diesem Zimmer verlassen. Wieso denn das? Mein kostbares Collier verlasse ich niemals das Haus. Und ich fürchte, ich habe es irgendwo draußen verloren. Ohne dieses Quartier würde ich mich niemals vor die Tür wagen. Meine Schönheit bleibt unverkommen, wenn ich es nicht trage. Oh, ein Collier? Dafür habe ich als Dame natürlich vollstes Verständnis. Ja, Moment, ein Collier? Jetzt fällt es mir ein. Irgendwie ist mir, als hätte ich gerade so etwas gehört. Wisst ihr wirklich etwas über mein Collier? Ich flehe euch an, sucht es für mich und bringt es zu mir zu. Wenn ihr das tut, bin ich mit Freude bereit, zu euch zu helfen. Keine Sorge, Madame Aurora. Mario macht das mit links. Oder Mario? Natürlich! Na los, dann sofort losgehen und mein Collier suchen. Danke, es gibt also doch noch genug Land. Ja, komm, dann lass mal weitergehen. Wir müssen ja wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen ja, wer das Collier hat. Nee. Das kann doch nicht wahr sein, Brunhilde. Jetzt beschuldigst du mich, dass ich das... Ich muss jetzt ihre Stimme nochmal... Okay, die war heller. Erst beschuldigst du mich, dass ich dann... Beschuldigst du mich und dann hast du die Zeichen doch selbst. Ach, sei doch still. Und mich macht's auch so jede Mücke ein Elefanten. Schauen wir uns mal lieber die Zeichnung an. Verdammt! Das war doch der Kerl mit dem Schnauzer von vorhin. Öffne mal doch. Das ist doch jedenfalls Barbara. Das ist alles deine Schuld. Und dafür sollst du noch büßen. Wie bitte? Das hast du doch. Schweig! Keine Widerrede mehr! Du bist... Eigentlich wollte ich dir das Collier ja zurückgeben, aber so nicht! Und jetzt lässt du uns gefälligst was einfallen, wie wir diesen Mario finden. Okay. Die haben ja sehr viel zu bereden. Ich kann ihnen ja eine Zuschulung empfehlen, vielleicht hilft es ja. Also, so, jetzt kann ich euch mal ein kleines... Fan-Disput erklären. Und zwar Barbara, man redet ja von denen, das sind ja die schrecklichen drei, also das schöne Hexentrio. Man muss sich jetzt überlegen, Barbara war früher nicht Barbara. In der japanischen Version war das ein Mann. Werde ich angegriffen, ja. Jetzt erstmal voll die Weltschockung, dass Barbara früher ein Mann ist. Das wisst ihr vielleicht auch von anderen Let's Plays, aber das wollte ich euch schon mal so schön erklären. Barbara ist eigentlich in der japanischen Version kein Mann, ist ein Mann, wurde aber dann umgeändert ins Deutsche. Denn in der europäischen Version ist sie eine Frau. Barbara. Ich glaube, die hieß in der japanischen, die hat sie was Männliches gehabt, aber das war sowas wie... Ja, das war nicht Barbara. Definitiv nicht. Und das war so das, was ich noch weiß. Es gibt wirklich so viele Sachen, wo ich dann denke, okay, wow, warum die jetzt auf einmal nicht Barbara heißt. Ne? Aber
Das kann man sich nicht so vorstellen, weil es ist ja japanisch und in Japan, da ist man so bekloppt. Das ist ganz ehrlich. So, ich lasse ein paar Münzen fallen, ist mir lieber. Oh Gott, lasst mich doch durch! So, Flucht. Mein Gott, ey. Heute haben die Gegner es heute anders mit mir. So. So, ich habe wieder ein paar Münzen wegen euch verloren. Egal. Scheiße drauf. Da ist das schreckliche Trio. Ah, na, da ist es doch. Auf die Zeichnung sah er so intelligent aus mit seinem Schnauzer. Und dann lässt uns diese Arme, tropft er direkt in die Arme. Die da, die hatten das Kuli. Was? In die Arme laufen? Was soll denn das heißen? Ich habe nichts gegen euch persönlich, versteht das nicht falsch. Aber das hier hinter den Sternen, wo ihr her seid, gefällt mir überhaupt gar nicht. Daher muss ich euch leider aus dem Weg räumen und diese Karte schnappen. Woher wisst ihr denn das von der Karte und den Sternen gehen? Seid ihr es etwa die Prinzessin? Wer seid ihr eigentlich? Jetzt wird's okay. Nur wenn ihr es denn unbedingt wissen wollt. Man kennt uns als das. Schatten. Ladies. Da seht ihr schon. Schattenladies? Barbara, du dummes Stück. Was schwafelst du da? Schattentrio. Trio. Ladies, lächerlich. Ladies sind wir. Das sind wir. Aber du bist nur eine blöde Nuss. Deswegen. Sie sagt Ladies. Weil sie sich selber als Lady sieht. Sie ist aber jung. Oh, verzeih mir, Brunilda. Das ist mir so rausgerutscht. Ausgerutscht oder nicht? Dafür bekommst du noch eine angemessene Bestrafung. Oh, sie ist gebrochen. Brunilda. Aber zuerst müssen wir diesen Mario erledigen. Also auf ihn, Roberta, Barbara. An diesem Tag und die Begegnung mit dem Schattentrio soll er noch lange denken. Na gut. Moment, schade, dass wir nicht erst einen Griff machen können und sowas. Pech für dich, uns als Gegner zu haben. Roberta, Barbara, zeig mir, was für ein Tag ist. Verstanden, Brunilda. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Ja, das ist Barbara zuerst. Barbara erledigen wir jetzt mal zuerst. Das arme Mädchen machen wir schnell erledigt. Das ist Barbara. Sie ist das jüngste Mitglied des Schattentrios. Maximale Kapazität, Angriffskraft, eine Verteidigung und sonst keine Besonderheiten. Aber hübsch ist sie ja schon, oder? Findest du eigentlich, dass sie hübsch ist als ich? Weißt du, Mario, für Frauen ist es so etwas sehr Wichtiges. Power Dots. Oder normaler Sprung. Power Dots. Ach, nicht mehr als drei. Schlecht. Aua. Voll ins Face. Roberta ist eigentlich die Stärkere. Guck, die haut schon mächtig zu. Und sie ist so einfach. Oi. So, der nächste bitte. Das kennen wir jetzt. Roberta! Yeah. Das ist Roberta. Sie gehört zum Schattentrio unseres Brunhildes Schwester. Maximal KP 12, Angriff hat 2 Verteidigung. Sie kann sich aufpumpen. Sie ist die Stärkste im Trio. Vielleicht solltest du sie als erstes fertig machen. Abgesehen davon hat sie anscheinend keine weiteren Besonderheiten. Ja, dann greifen wir mal auch die an. So. Barbara schlägt nicht so fest. Ne? Warum? Weil wir werden uns das gleiche. Oh, wer hat das schon? Oh, minus 2. Verringerte Angriffsrate durch Genehmigungseffekt. Oh, sehr schön. So, das ist die Älteste. Das ist Brunhilde. Sie ist die Älteste in den gefürchteten Schattentrieb. Was soll man? Kapitel 9 Angriff auf eine Verteidigung. Eisattacken haben Stärke 2. Die Zauber vergrößert unsere Gegner oder lässt sie uns selbst schrumpfen? Ich finde besonders ihre verschlagenes Lachen abstoßend. Mit so einem möchte ich wirklich nichts zu tun haben. Ja, kann ich nichts ändern, ne? Machen wir mal einen Schwerver. Ich habe keinen Bock auf das jetzt. Wow. Alle drei getroffen. Das ist sehr gut. Yay, das hat nichts gebracht. Oh, daneben. Okay. Technik. Ui.
auf Roberta, die ist stärker. Ja, super Gumbrine. Ja, wir können nichts machen außer Maxi beben. Yeah, Baby. Oh, Klein Mario macht das jetzt. Ich bin ganz vorsichtig. Ah, schade. Egal. Roberta wird mit durchgeschüttelt, so in etwa. Ich glaube, das macht ganze 4. Sehr gut. Barbara, gib dir gefälligst etwas mehr Mühe, du Versagerin. Verzeih mir, Brunhilde. Oh, Schattenzauber. Ja, ja, ja. Mario wird immer angehen. So, Mario ist wieder normal. Kopfnuss auf Barbara. Barbara ist kaputt. Oh, Brunhilde, vergib mir. Oh. Ach, da wird einer Lebenspilz schmeißen, aber nicht zu... Oh, scheiße, ich Idiot. Ich dachte schon zum Gegner, das wäre ja echt skandalös. Oh. Falsches Multi... Autsch, ich bin ja schon... Ist doch stärker, als du aussiehst. Aber jetzt machen wir ernst. Ich Idiot, mach die falsche Stern... falsche... BP-Attacke. Ich... Ah... Sehr gut, Zauber reduziert Schaden. Oh, 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 die Arme. Die Arme. Die wird jetzt sterben. Von Grumpina persönlich. Das war nichts. Okay. So, jetzt sind sie tot. Endlich. War eigentlich ein einfacher Kampf. 30 Sternenpunkte. Yes, Baby. Wir haben dich wohl doch jetzt unterschätzt. Und was uns angetroffen hat, Barbara. Wir hätten ihn geschlagen, wenn wir beide Blindgänge euch angestrengt hätten. Macht euch auf einen zünftigen Abreiben gefasst. Alle beide. Oh, jawohl. Oh, die arme Barbara. Kuli erhalten. Das Lieblingsstück. Aber Rudolf, Kuli, wir sollten es ihr sofort zurückbringen. Ja, wenn jetzt keine Gegner mehr im Weg sind. Nein. Ich hasse euch. Nein, keine Lust heute. Ich kein Bock auf euch. Verschwindet, lasst mich in Ruhe. So, ich habe wegen euch 4 Münzen jetzt verloren. Seid stolz drauf. So, jetzt geht's weiter einfach. Wir gehen einfach Strange durch. So, wir haben ja jetzt mittlerweile alles. Die Sternsplitter, alle Sternsplitter hier gefunden, außerhalb jetzt des Baums. Im Baum selber gibt es natürlich noch ein paar. Vorsichtig, wir gehen ganz vorsichtig. Da ist nämlich ein Kirk als Stein. Boah, Glück. Puh. Ne? Ich weiß das noch und was noch. Ja, gut, mal abwarten. Wow. 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 Ich hoffe, das reicht. Ja, das reicht sehr gut. Puh, das war knapp. Ich dachte, ich wäre jetzt weg. Der Stratos. Nein, böser Stratos. Aus. So, machen wir jetzt uns mal fit. So. So, dann gehen wir mal zu Arona. Mal abwarten, wie die aussieht, die Dame. Und wie nett sie ist. Gucken wir mal. Mal schauen, wie sie wirkt. Ja, Arona, dann gucken wir mal. Arona, wir sind da. Ich habe noch nicht gespeichert. Kuli, das Lieblingshandskerze von Arona. Ihr habt mein Kuli wirklich gefunden. Oh, ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Aber es ist mir zu peinlich, euch dieses Kuli unter die Augen zu treffen. Bitte legt das Kuli vor der Tür und wartet einen Moment. Okay. Oh, da bist du ja wieder, mein teuerstes, schönstes Lieblingskuli. Disco? Ja, Disco.
stattlich. Oh! Oh, du musst Mario sein, der Ritter meines Kollegen. Ah, oh, was für ein verwegener Held. Ich? Oh, wie kann ich dir hier niemals danken? Oh, lass mich dich in meine Arme schließen. Nein, verschwinde! Nein, nein, nein! Oh, dies sei das Zeichen meiner unendlichen Dankbarkeit. Nein, nein! Multikill, KO, out! Oh, generiere, ja, generiert sich, oh, wie süß. Beide kaputt, durch einen Code. Aber du sagst etwas von Sternenwehen nach, den du suchst, Mario. Sind das etwa die gleichen, von denen ich den in der Rolinger Legende die Rede ist? Nach schillernden Juwelen zu suchen, welche verlockende Abenteuer? Hm, oh, wie könnte ich einer solchen Verlockung widerstehen? Wie? Und nicht zuletzt, diese betörende Schnauze hat mir völlig den Kopf verdreht. Was haben die alle mit dem Schnauzer, Mann? Ich bitte dich, Mario, nimm mich mit auf deinen Abenteuer. Können wir gut gebrauchen, Arona. Naja, Arona gehört zum Team. Willkommen im Team. Arona hat folgende Fähigkeiten. Drücke X und sie lässt ihre Winde verwehen, sodass verschiedene Dinge wegfliegen. Treffe ihre Winde Gegner, so kann diese für eine kurze Zeit schwindelig werden. Die Windkraft hält an, solange du den Kopf gedrückt hältst, so in etwa. Ja, das ist gut. Im Kampf kann sie sich mit dem Body Slam auf einen Gegner werfen und mit dem Hurricane fegt sie alle Gegner vom Platz. Naja, Rona ist nicht so mein Typ. Aber Mario, du bist ja ein echter Herzensbrecher. Und der Rona ist sonst nicht so leicht zu beeindrucken. Was für ein Glück, dass sie mit uns kommt. Also auf zum großen Baum. Mit der Ronas Hilfe werden wir den geheimen Eingang mit Menschlichkeit finden. Ja. So in etwa. Wind. Wing. So in etwa. Heftig. Arona ist stattlich gebaut. Ich finde Arona. Durch ihre Fähigkeiten ist es schon hilfreich, aber so im Kampf. Mm-mm. Außer der Hurricane, der hilft sehr, sehr gut. Sonst eigentlich weniger. Muss man sagen, Arona ist nicht so der beste Kampfpartner. Da gibt es deutlich bessere. Mal gucken, ob das so ist mit den Stratox. Das will ich mal ausprobieren. Oh, ich wollte das gerade ausprobieren, da kommt der Stratox mir entgegen. So, dann gucken wir mal, wie Arona kämpft. Ah, schade. Der Body Slam. So sieht der Body Slam aus. Wow. Das ist schon heftig. Wow, nur ein Schaden. Eine Body Slam, das sieht echt heftig aus. Ach, schon wieder sehr schlecht gesprungen. Sehr gut. Und der Body Slam bringt leider nicht so viel, wie ich immer dachte. Zwei Sternpunkte, vier Sternpunkte. Ich bin so gut. Angeblich. Ah, wir kriegen unser Lebenspunkt zurück. Sehr gut. Ich sag ja immer wieder, also Arona ist keine Camperin. Sie ist eher hilfreich in das, was sie kann. Das ist dementsprechend Blasen. Eine Mail. Dann gucken wir uns mal die Mail an. Das machen wir immer. Wir gucken uns ab und zu Mails an. Wer hat denn jetzt das RDS ausgehört? Rolinger, heute neues Nachricht aus unserer Stadt. Direkt in der Mail. Ärger gab es in der Spielhalle im Westend. Nachdem der Arbeiter Gumbalia 30 sich über die hohen Preise beschwert, griff er den kleinen Geldwechslerautomaten Palmos 5 tätlich an und löste so einen Alarm aus. Danach war Palmos für längere Zeit außer Betrieb und die Spielhalle musste zeitweise geschlossen werden. Palmos äußert sich zudem im Vorfeld, die Automaten empfinden keinen Schmerz, wenn man sie tritt, aber mein Stolz, der war verletzt. Aha.
Auch in der Spielhalle sollten wir uns alle an Regeln halten. Shopping-Detektiv. Hier stellt der Shopping-Detektiv die tollsten Läden der Welt vor. Heute im Visier der Laden von Bertie im Blütenwald. Seit 20 Jahren Qualität und Tradition. Seit eh und je ist die Bertie ein stolzer Junggeselle. Aber es heißt, verstehe sich sehr gut mit den Rezeptionistin im Tothaus. Und der Kommentar des Geschäftsmanns, wir leben nur einmal. Das, was muss man genießen? Qualität und faire Preise finden Jungen und Alt bei Bertie. Rezeptecke. Einfache Rezepte zum Selbstmachen ohne großer Aufwand. Heute steht Bratpilz auf den Speisetisch. Schnell gemacht, man braucht nur einen Pilz. Wie wäre es mit einem gesunden und nahrhaften Abendessen? Zum Schluss, danke für Ihr Interesse an unserem RRD. Viel Spaß auch mit der nächsten Ausgabe. Herausgebaut, die Förderverein von Rolling. Wollt ihr, dass ich das weiter lese oder soll ich das mir irgendwann für später am Ende des Kapitels aufbewahren? Weil ich denke mal, das ist eher besser, wenn man das am Ende des Kapitels immer machen. Ne? Dass wir dann alle Mails lesen. Das heißt, nur nicht von Prinzessin Peach, auch noch von den anderen. Das heißt immer, je nachdem, wenn Kapitel anfängt oder Kapitel endet. Also Part endet. So, dann gehen wir mal zum Baum. Zum Baum. Los geht's. So, hier müsste es irgendwo sein. Als Arona. Schön mit Beleuchtung Eingang. Da ist der Geheimeingang. Endlich können wir hinein. Okay. Oh, diese Bubus sind wirklich bezaubernde kleine Dinger. Oh, Mario, wusstest du eigentlich, dass ich noch bis vor kurzem ein großer Blumenwitz da war? Und mein Name Madame Marona war überall bekannt. Aber ich verrutscht halt. Aber die Verrutschtheit hinter den Kulissen. Naja. Das ist wohl die raue Realität. Jedenfalls hatte ich das aber satt und deshalb habe ich mich in den Wald zurückgezogen. Aber diese kleinen Bubus mit ihren unverfälschten Reihen und Herzen, sie erinnern mich daran, wie rein und unverfälscht mein eigenes Herz einmal war. Und plötzlich erkannte ich, dass die Bühne mein Leben ist und dass ich mit meinem reinen Herz zurück im Rampenlicht muss. Für diese Erkenntnis bin ich im Bubus unendlich dankbar. Oh, sehr gut. Mario, hier! So, wir machen jetzt mit Gumpino. Von hier ließ sich die Tür ganz leicht öffnen. Komm schnell. Zeit, den Bubus meine Dankbarkeit zu erweisen. Geh mir, Mario. Okay, aber nicht du, sondern Gumpino. Los. Weiter, lass uns reingehen, schnell. Ja, lass mich doch. So. So sieht's im Inneren. Geil. Schaut euch das mal an. Wasser. Wie geil ist das denn? Wow, ich bin immer noch so fasziniert von dem Spiel. Und Münze! Geld, geil, halt. Ha? Mal gucken. Komisch. Sonst sind sie alle hier. Hallo, Boboma. Hallo, wo seid ihr? Zeigt euch doch. Hallo! Oh, das ist ein Five Point. Sehr gut. Können wir jetzt in den Part beenden. Wie seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Hey, warte mal. Der da. Ist das nicht dieser Mario? Wirklich? Na dann knöpfen wir uns ihn noch vor. Aber wir haben Anweisungen von Oberst Coquelius sofort zu melden, wenn wir ihn sehen. Ach, denk doch mal nach, Trotte. Wenn wir ihn fertig machen, streichen wir den Ruhm ein. Ja, ich bin auch wieder. Also los, auf ihn. Und los! Kampf. Wie erfrischend. Mal ein Kampf. So, Gumbrina, scann mal diese zwei Trottels da. Zack, was sind denn das? Das ist ein Fußsoldat. Hier steht, sie gehören zur Organisation der Kruxilion. Und diese stehen wohl am untersten Ende der Hierarchie. Maximal KP 4, Angriff 3, Verteidigung 0. Im Kampf verwenden sie gerne Kraftpunsch, um größer zu werden. Also aufgepasst, versuchen wir jetzt schnell mit diesen Kernen aufzuräumen. Boah, machen wir mal mit dem Power Dots. So, in etwa so. Oh, der arme Junge. Au, das tut weh. Ach, der tut mir jetzt schon mal. Weil Gumbrina einfach zu inbar ist. Zack. Oh, die bringen aber auch viel. 8 Sternpunkte. Hey.
eine skandalöse Niederlage. Aber das ist das nächste Mal, kriegen wir dich bestimmt. Und jetzt sollten wir Oberst Kino Bericht erstatten. Ah, lauft ihr Pisser. Ihr kleinen, kleinen Schisse. Wie du die fertig gemacht hast, Mari, unvergleichbar. Aber wir wissen auch nicht, wo die anderen alle sind. Vielleicht sind sie ja schon gar nicht mehr hier. Da war einer. Alter. Wieso um alles in der Welt versteckst du dich denn da? Komm raus! Wir haben einen starken Verbündeten mitgebracht. Oh, ist der riesig? Dieser bärtige Riese wird uns bestimmt alle auffressen. Ich schätze jetzt alle mal eine andere. Oh, du! Sind da noch mehr von uns? Ja, einige. So riesig sind die Bio. Sei mir unser gefährlich. Dieser Bart. Hab Angst, so schnell. Warum wieder dieser Bart? Hab doch keine Angst, Mario ist unser Freund. Er wird alle Gegner fertig machen, genauso wie die beiden eben. Hey, also darf ich vorstellen, Mario? Halt! Willst du mich wissen, ob du wirklich unser Verbündeter ist? Vielleicht ist er ja ein Spion, der diesen Typen geschickt hat. Was redest du da, Bubulas? Mario gehört doch nicht zu denen. Er will uns helfen. Wir alle zusammen könnten diesen Typen verjagen. Und dann würde dieser schöne, große Baum endlich wieder uns gehören. Hör doch an. Hör dich doch an, Mumio. Du spielst dich hier wie der große Anführer auf. Und du hast doch keine Ahnung, was passiert ist, seitdem du weg bist. Wie was? Was redest du da? Wie was? Was redest du denn da? Stimmt. Und wieso seid ihr eigentlich nur so wenige? Wo sind denn die anderen? Die sind gefangen genommen worden von denen. Wir haben alle auch Bubuma und die ist deine Schwester. Was? Bubilia? Das kann doch nicht wahr sein. Oh doch, die haben sie alle mitgenommen. Nur weil ich ihnen nicht übrig irgendwelche Juwelen sagen konnte. Keine Ahnung, wovon die geredet haben. Oh, Bubilia. Wir müssen ihnen helfen, wir alle zusammen. Was soll das? Wir haben doch keine Chance. Zu allen Übel haben die auch noch diese Pikatos mit denen verbündet. Die denken, so können sie sich die Herrschaft über den Baum sichern. Wir sind am Ende. Daran wird auch diese bärtige Original nichts ändern können. Wie kannst du nur so reden? Wir müssen es doch wenigstens versuchen. Wir alle zusammen könnten diese Pikatos oder wenn auch immer schlagen. Deshalb bitte ich euch, wir müssen zusammenhalten. Du scheinst ja sehr überzeugt von dem zu sein, was du da redest. Soll uns der bärtige Wicht doch mal zeigen, was er kann. Was soll denn das jetzt? Also, wenn du dieser Schnauzertyp es schafft, die anderen zu befreien, dann habe ich auch bereit, euch danach zu helfen. Aber dazu wird es sowieso nicht kommen. Ob es dazu kommt? Oder Mario, gehen wir? Wir werden sie befreien. Was für... Komm, verschwinde, du Fettsack. Böser. Naja. Ich würde dann sagen, ich beende hier den Part und die Aufnahmesession. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Vergesst nicht das Liken, Gefallen, das Liken, Bewerten und so weiter und so fort nicht zu vergessen. Natürlich. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis dann und ciao, Leute.